Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zurück hier in Deep Holz. Ja, gerne schon mal vorweg einen Daumen nach oben geben auf das Video, ihr kennt das Spiel. Ja, was ist passiert? Tatsächlich habe ich gerade Mittagspause gemacht. Die neue Ballenpresse wurde mir gebracht. Ja, das ist das gute Stück. War auch einiges teuer, was ihr das oben am Kontostand seht, 15.000 circa. Ja, mein Kumpel war jetzt doch da und hat die andere Ballenpresse abgeholt. Weil der doch bei dem Nachbarn irgendwie auch was pressen muss oder so. Und dann kam er auch schnell und hat die abgeholt. Und wir werden jetzt das Baby gleich mal testen. Ich bin echt mal gespannt, wie die sich so schlägt und vor allem, wie viele Ballen wir da so runterkriegen. Ich meine, bisher haben wir ja 11 Ballen. Ja. 11 Ballen. Gepresst. Ich wollte sagen, schon geerntet, aber macht ja gar keinen Sinn. Geerntet hat man ja quasi schon beim Mähen, sozusagen. Ja. Auf jeden Fall haben wir schon gut Ballen gepresst. Und ich bin echt gespannt, wie viel von dieser großen Wiese runterkommt. Das kann ich nämlich echt gar nicht einschätzen. So. Dann ist die Frage, wie wir hier am besten starten. So. Ich denke, wir fahren gleich mal einmal hier rum. So. Und dann hoffe ich, dass wir auch alle Ballen überhaupt eingelagert kriegen. Wäre ein bisschen wild, wenn ja, die Ballen dann da nicht mehr reinpassen. So. Boah, das geht echt fix. Wobei man halt auch sagen muss, dass natürlich die Außenbahn eigentlich die dickste Schwart ist. Die Bahn außenrum. Ja, die Mittelbahn, wobei die teilweise auch echt ganz schön fett sind. Also ja, das können einige Ballen geben. Ich weiß auch noch nicht genau, was wir jetzt im Anschluss direkt machen. Also, was wir nach dem Press machen, also wir müssen natürlich die Ballen runter, also vom Feld holen. Dann müssen wir noch Gülle fahren. Dann müssen wir den Rapsschlag heute auf jeden Fall noch sehen. Ist natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge wir das machen. Und ob ich euch alles Ballenfahren zeige, weil Ballenfahren, wisst ihr, glaube ich, macht mich immer aggressiv. Zumindest häufig. Ja, aber das werden wir sehen. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Ballen wir überhaupt auf den Anhänger drauf bekommen. Da müssen wir uns dann auch überlegen, wie wir es machen. So. Was stehen lassen. Aber man muss schon sagen, die Schwattaufnahme ist auf jeden Fall schon mal deutlich breiter als ja, bei unserer anderen Ballenpresse. Ja. Ich bin aber auch noch nicht, also das wollte ich jetzt insgesamt mal so ein bisschen drüber reden oder drüber quatschen, über den insgesamten Plan jetzt. Ja, der 25er kommt ja bald, ich weiß nicht genau, wann das Video hier rauskommt. Aber ich schätze mal, dass es auf jeden Fall dann noch so vielleicht eine Woche oder unter einer Woche bis zum Release vom 25er ist. Ich denke aber, aus dem 22er wird das Let's Play erstmal weitergehen, meine Let's Plays. Ja, weil bis man im 25er so einen richtigen Spielstand hat, der einem richtig gefällt, am Anfang ist es dann ja doch eher testen und so, bis man eine vernünftige Map rauskommt und so. Weil, ja, Giants Maps sind halt Giants Maps. Die sind halt eher so für Casual-Spieler und gar nicht mehr, nicht so für meinen Spielertyp und ja, wie ich gerne spiele. Einfach schon, wie die Felder und Feldränder gestaltet sind. Ja, ist halt nicht wirklich realistisch. Deswegen müssen wir mal gucken, wann da die erste vernünftige Map rauskommt, wo man was drauf anfangen kann. Oder ob es vielleicht so eine Option gibt, ja, wie auf der Erlengrad, dass wir uns da irgendwas überlegen können. Ja, wie ich halt das auch überlegt habe. Mit dem Story-Projekt, dass man da vielleicht ein bisschen was umbaut oder so und dann da startet. Aber ich hoffe, dass da die Maps dann relativ flott rauskommen. Ist natürlich immer die Frage, wie schwer das dann mit dem Konvertieren ist. Aber da die Holzer Map ja jetzt sozusagen neu gebaut, released wurde, hoffe ich, dass es vielleicht im 25er nicht allzu nicht oder nicht so lange dauert wie jetzt im 22er. Aber das sieht man dann natürlich erst dann. Und ist natürlich auch die Frage, wie groß dann überhaupt die Neuerungen sind.
Ja, aber wie genau das dann ablaufen wird, mit weiß kommen für welche Videos und so, das werden wir dann sehen. Ich habe auch noch ein besonderes Projekt geplant, ich weiß nicht. Ich nehme das jetzt hier am 2.11. auf, allerdings wird das Video, wenn alles nach Plan läuft, das kann man natürlich bei mir nie sagen. Es könnte auch sein, dass das Video dann erst 2 Monate später kommt, aber nee, wir gehen mal vom Besten aus. Und wenn alles nach Plan läuft, dürfte das Video am ich glaube am Donnerstag kommen. Und das müsste dann irgendwie der 4. oder 5. sein vielleicht. Weiß ich jetzt nicht so genau. Irgendwie so in dem Zeitraum müsste es rauskommen. Ich müsste vielleicht noch mal ein bisschen nachrechnen, aber ich bin nicht multitaskingfähig. Ja. Morgen ist der 3. Das heißt, dann kommt der 4., 5. Nee, das kommt wohl dann erst am 7. raus, das Video hier. Und gut, da sollte das noch nicht gestartet sein. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein besonderes Projekt geplant. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Ich bin mir da nämlich selber sehr unschlüssig, wie das ankommt. Ja, ich werde es, denke ich, noch nicht spoilern, aber nach Plan soll das dann immer sonntags kommen. Und ich habe noch nicht genau überlegt, in welchem Rahmen. Also das soll jetzt nicht so viele oder nicht so lange gehen. Ist auf jeden Fall, denke ich, was anderes, was Besonderes. Und ja, aber der Plan ist, dass das dann irgendwie immer sonntags kommt. Und da habe ich mir aber noch nicht überlegt, in welchem Rahmen. Also ich habe überlegt, entweder halt bis Weihnachten immer sonntags, so als kleines Special-Projekt, oder halt ja, bis zum neuen Jahr. Das muss ich mir nochmal überlegen, wie rum ich das genau machen will. Und ja, dann kommen unter der Woche kommt dann halt, denke ich, der Rest der Videos. Also ja, die beiden Story-Projekte plus ja, naja, das eine richtige Story-Projekt plus 7 das Projekt hier und dann halt irgendwie noch 25er, in welcher Form dann auch immer. Ich muss halt gucken, ob ich irgendwie auf so einer Vanilla-Karte, ob ich da irgendwie ein richtiges Projekt machen kann, was mir gefällt. Das müssen wir einfach mal gucken. Ich werde das auf jeden Fall mal antesten, einfach. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich mir das zulegen soll oder so, aber dann habe ich mir am Ende doch gedacht, ja, sind wieder ein paar Neuerungen dabei und man muss ja dann auch erstmal gucken, wie so das Spiel insgesamt wird. Das Problem ist halt immer, es kommen halt neue Spiele raus und das Modding wird halt immer komplizierter. Ja, das heißt, bis vernünftige Maps und so kommen, wird das halt zeitlich immer länger dauern. Ich meine, das finde ich, hat man schon doll gesehen vom 19er zum 22er. Wie viele schöne Maps das im 19er gab und auch relativ schnell. Ich erinnere mich nur an den Mod-Contest, wo halt dann direkt, ich glaube, fast, ja, was war das, ein Jahr nach Release oder so, Geiselsberg kam, Ellerbach kam, Ungwitzheim kam, waren drei sehr schöne Maps. Klar, die waren dann noch nicht auf dem finalen Stand, die haben alle nochmal Updates bekommen und so. Aber dann kam ja auch noch hier die, unter Griesbach war das, ne? Wenn ich das, ja, außer ich komme da irgendwie durcheinander. Und es gab auf jeden Fall sehr viele schöne Maps. Dann gab es noch die Bergisch Land, dann gab es auch die Holz und so weiter. Also es gab schon viele coole Maps und so. Und ich fand im 22er gab es weniger Maps, die so, sag ich mal, meinen Spielstil, ja, oder so meine Realismus, eher Deutschland als Region und so hatten, als Thema. Da fallen mir jetzt nicht so viele ein. Deswegen, das ist halt immer das Problem. Natürlich ist es auch gut, wenn ein Spiel ja, technologisch sich entwickelt und so. Das Problem ist halt, dadurch wird halt auch das Modding komplizierter. Und dadurch wird das halt auch, ja, der Outcome oder der Output an Mods wird dann halt auch immer geringer. Das ist leider so ein bisschen, ja, so ein Teufelskreis, würde ich fast sagen. Aber das wird man dann sehen.
25, aber ich kann euch schon mal jetzt sagen, dass es da halt, dass ich wahrscheinlich gucke, dass ich den 22er noch so lange spiele, bis ich im 25er eine vernünftige Karte habe, wo ich ein vernünftiges Projekt starten kann. Ja, weil ich einfach keinen Spaß habe an so ein, auch so Vanilla-Karten spielen. Ich meine, das mit Erlengard, das hat mir sogar einigermaßen gut gefallen. Das war jetzt natürlich auch ja, noch nicht so das, wo ich mir so dachte, boah, krass. Aber durch die Umbauten, die ich da in der Map vorgenommen habe, also in-game mit den kleinen Feldern und so, war es schon okay. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, krass, das macht mir jetzt mega viel Spaß. Aber das war halt das Beste, was ich daraus machen konnte. Und das Problem ist halt, irgendwann ist natürlich, wenn ein neues Spiel raus ist, welche Leute haben dann noch Lust, sich den 22er anzugucken. Also das gucke ich dann halt auch, ne? Wenn ich jetzt den 22er weiter rausbringe und ich sehe, okay, es interessiert sich aber niemand für die Videos, dann würde ich mir da wahrscheinlich auch die Arbeit sparen. Und dann muss man halt insgesamt mal gucken. Deswegen ist alles ein bisschen kompliziert. Aber ja, es kommt dann ja eh noch das andere Projekt immer sonntags. Da bin ich dann auch auf die Resultate gespannt. Ich spoiler mal noch nicht so viel. Aber so als ganz kleiner Spoiler, wir werden auf jeden Fall ja, uns, sag ich mal, längst vergessene Sachen wieder ins Gewissen rufen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal Vermutungen in den Kommentaren anstellen oder so. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine Zeitraumaufnahme nochmal. Hier den Acker fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Yeah.
So, ich bin jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt noch schnell die Ballen von den zwei Flächen zumindest schon mal geholt, die 10. Einen Moment. Eieiei, da musste ich kurz niesen. Vielleicht durch das Heuer, das ist, also, das kennt ihr ja schon, das Problem bei mir mit der dämlichen Gangschaltung, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich habe ja nur 7 Gänge auf meinem Schaltknauf. Ja, und das Problem ist, dass ich irgendwie per Knopfdruck nur runter und nicht hochschalten kann. Ich weiß auch nicht, was das alles ist. Aber ja, die gute alte Tastenbelegung. Was will man machen? Ja, wir haben zumindest schon mal einen von unseren zwei kleinen Flächen geholt. Auf der großen habt ihr es gesehen. 37 Ballen, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere. 36 hatten wir ja, glaube ich, in der Presse. Plus den einen, den wir da noch hingepresst haben. Also 37 Ballen, das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon einiges. Plus die 10 sind 47 Ballen. Also, ja, fast 50 Stück. Da müssen wir uns erstmal überlegen, was wir damit überhaupt machen. Das sind wirklich sehr viele. Ja, ich hoffe, dass wir dann auch die Gülle dann da auf die Äcker raufkriegen und dass ja, die Äcker dann auch möglichst viel Gülle, ja, dass wir da möglichst viel Gülle drauf machen können. Weil ihr wisst das, wie sehr mich das triggert, dass es so unverhältnismäßig ist. Was den Futterverbrauch zu dem Dünger, den man für die Flächen braucht, ja, ausmacht. Weil ich meine, wenn wir jetzt 47 Ballen haben, von einem Schnitt, die brauchen wir, keine Ahnung. Also damit können wir bestimmt die Tiere, die wir haben, für 2 oder 3 Jahre ernähren, würde ich fast sagen. Aber die produzieren so viel Mist und Gülle, dass wir das auf die Flächen, auf denen wir diesen riesen Ertrag runtergeholt haben, obwohl wir nicht mal die Wiese hier nebenan noch geerntet haben, kriegen wir unseren Mist und Gülle nicht vernünftig auf die Flächen verteilt. Gut, der Mist, den haben wir jetzt auf alle Ackerflächen rauf verteilt bekommen. Aber ja, die Gülle, das müssen wir dann sehen, ob die Äcker das sozusagen schlucken, die Wiesen das sozusagen schlucken, die komplette Gülle, weil ich meine, wir haben unser Gülle-Silo ist fast voll, unsere Ställe, die Güllegruben sind fast voll, also das müssen wir dann sehen. Huch, das war das Falsche. Warum kuppelt er immer das ab? Müssen wir vielleicht auf die andere Seite und dann, ja, sehr gut. Dann einmal den guten IHC zur Seite. Oh, nicht so dicht. Oh, das war knapp. Einmal Kreis. Und abstellen. Zack. Ja, warte, wie viele Ballen hatten wir von dem? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, von der anderen Wiese hatten wir 12. Ja. Naja, wie gesagt, einiges an Ballen. Ich muss jetzt nur überlegen, ob wir das bisschen sortieren noch oder wie wir dann die Ballen jetzt hinstellen. Ja, müssen wir gleich mal gucken. So. Dann einmal alle Spanngurte ab. Zack. Ich muss sagen, der Ballenwagen, obwohl das so ein kleines, altes Ding ist, gefällt mir eigentlich relativ gut. Wobei, klein ist ja auch wieder relativ, ne? Ich meine, da kriegen wir 10 Ballen drauf. Und oben würden wir ja nochmal 8 drauf bekommen. Das sind 18 Ballen, das ist gar nicht so wenig. Bin zumindest ich. So. Ich glaube, wir müssen die einzeln reinfahren. Das nützt alles nichts, da sind die Lücken, glaube ich, zu groß. So. Ja, Ballen fahren, wie ich das liebe. Und Ballen stapeln, echt meine Lieblingsbeschäftigung. Und ich bin auch echt gespannt, wie voll dann am Ende unsere Scheune ist. Ich denke mal, die restlichen Ballen werde ich wahrscheinlich dann fast offline einfahren. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch das geben wollt, die ganze Zeit. Ich am Ballen fahren, in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich sehen und mal gucken. Vielleicht fahren wir dann auch Gülle, je nachdem, wie gut ich jetzt vorankomme, noch mit dem Ballen fahren. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ja, ich würde sagen, das soll es aber erstmal von der Folge gewesen sein. Ich glaube, die war jetzt nicht allzu lang. Ich kann es schlecht einschätzen. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt. Auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr
mehr Videos sehen wollt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. We are farmers, farmers we.